Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben. Ja, ich begrüße euch mal wieder zu einem Video aus der Reihe Mikes Krisenvorsorge. Und vergessene Aspekte, beziehungsweise Dinge, die man vielleicht nicht immer direkt auf dem Schirm hat, wenn es um das Thema Krisenvorsorge geht. Thema Notvorrat etc. Beim Notvorrat ist ja auch schon mehr als genug bekannt, wie groß der ausfallen soll und, was da drin sein soll. Wichtig ist mir dabei immer noch mit darauf hinzuweisen, kauft euch dort nur Sachen, die ihr auch tatsächlich esst, die ihr also im normalen Alltag verbrauchen könnt, um die dann nach First-In, First-Out-Prinzip verbrauchen zu können. Es bringt euch nichts, wenn ihr einen Notvorrat anlegt für 4, 5, 6, 700 Euro und da sind nur Sachen drin, die ihr absolut nicht essen würdet im Normalen. Also man kann sich immer daran orientieren, was man halt normalerweise auch so in den alltäglichen Nahrungszubereitungen nimmt. Und dann da vielleicht das ein oder andere dazu nehmen, was halt einfach länger haltbar ist, was man halt auch im Laufe der Zeit einfach verbraucht, um nicht einen reinen, hundertprozentigen Notvorrat zu haben, der halt Geld kostet, Platz kostet und irgendwann auch ausgetauscht werden sollte, je nachdem, was man da drin hat, schneller, je nachdem, was man da drin hat, eher länger, aber trotzdem sollten es Sachen sein, die man halt auch verbraucht. Thema Unterhaltung. Ich denke, es wird von vielen unterschätzt, was es bedeutet, wenn 2, 3, 4, 5, 6 Tage der Strom wirklich mal weg ist. Wenn ihr keine Unterhaltung mehr habt. Weil in der Regel fällt beim Stromausfall der Fernseher, bei vielen auch sogar das Radio und so weiter aus, weil halt diese Geräte in der Regel auf 220 Volt, also normalem Strom laufen. Dementsprechend kann ich immer nur so ein bisschen den Tipp geben, sich vielleicht das ein oder andere Hörbuch auch mal aufs Handy zu laden, den ein oder anderen Clip, irgendwie ein bisschen Unterhaltung auf dem Handy zu speichern oder auf Geräten, die man zum Beispiel mit einem Solarpanel und einer Powerbank über USB laden kann. Ne? Thema Solaranlage bzw. Solarpanel, Powerbank, glaube ich, gibt es auch mehr als genug Videos zu. Das Sinnvollste ist, aufgrund der nicht immer gleichmäßigen Ladeströme, die diese Paneele setzen, einfach eine Powerbank aus dem Panel zu laden und dann aus der Powerbank nachher die Geräte, damit die Geräte nicht ständig an- und ausschalten müssen beim Laden. Weil jedes Mal an, aus kostet auch wieder ein bisschen Energie, wenn dann Licht angeht und die Warnmeldungen kommen. Dementsprechend kann man halt, also so handhabe ich das auch, ich lade aus einem Solarpanel dann die Powerbanks und aus den Powerbanks entsprechend meine Geräte, die ich betreiben möchte. Ich habe natürlich das Glück, dass ich eine etwas größere Notstromanlage habe, mit der ich also auch mal eine Stunde den Fernseher laufen lassen kann und einen DVD-Player. Dazu wird aber, wie gesagt, die Tage nochmal ein Video kommen, wie das Ganze momentan aufgebaut ist, wie viel, was für Sachen ich da einfach verbaut habe und wie ich das Ganze halt nutzen werde im Fall eines Falles. Das sind jetzt so die Hauptpunkte. Ein weiterer Punkt beim Thema Getränke. Es wird immer nur gesagt, oder bei den meisten wird immer gesagt, 2 Liter pro Tag pro Person. Alles schön und gut. Man sollte aber auch bedenken, dass man Brauchwasser benötigen könnte unter Umständen, da in vielen Bereichen mit Sicherheit auch die Wasserversorgung ausfallen wird. Das heißt, es kann durchaus Sinn machen, sich 2, 3, 5 Liter Kanister noch zu holen. Die kriegt man bei Thomas Philips und was weiß ich nicht wo überall. Die einfach auch mit Wasser befüllen, regelmäßig durchlaufen lassen, also das alte Wasser dann zu Blumen gießen oder wie auch immer nutzen, neues rein. Wasseraufbereitung vielleicht im Moment auch nicht vergessen und auch Getränke holen, die man sich sonst auch gerne trinkt. Ich sag mal ein Bier am Abend. Wie viele trinken sich abends gerne mal ein Bierchen? Und gerade in so einer Situation wird das nicht verkehrt sein, ein Getränk zu haben, was man vielleicht im Keller nochmal kalt stellen kann, was dann halt auch schön kühl ist, wenn man sich genehmigen möchte. Auch so ein Thema Lagerung. Getränke ruhig solo lagern, dass sie dunkel und kühl stehen, weil das auch nochmal ein wenig die Lagerungsfähigkeit natürlich verlängert. Und halt auch Sachen holen, die abseits vom Wasser sind. Ein bisschen Saft vielleicht, eine Cola, was man auch gerne trinkt. Weil in einer solchen Situation kommen wir ganz schnell in die Bereiche rein, dass die kleinste Stimulation einen sehr großen psychologischen Effekt haben kann. Und
ja, auch vielleicht das ein oder andere Buch nochmal holen, dass man sich hinlegt, was man dann in so einer Situation einfach mal lesen kann, um Zeit auch zu vertreiben, muss man ja auch sagen. Ja, ihr werdet irgendwann, wenn so ein Blackout wirklich länger anhält, werdet ihr verrückt werden, wenn ihr keine Ablenkung euch schaffen könnt. Ihr werdet verrückt werden, wenn ihr nicht kommunizieren könnt. Da sind wir wieder beim Thema Kurbelradio, Funk. Guckt nach, wen ihr so in der Nähe habt, wo ihr dann vielleicht einfach für die Leute euch schon mal 2, 3 Funkgeräte hinlegt, die ihr dann im Falle eines Falles, gibt ihr die Ideen und sprecht mit denen irgendwas ab, was weiß ich was. Alle 3 Stunden mal kurz durchfunken, ob alles okay ist. Guckt nach, welche Menschen ihr vielleicht mit unterstützen könntet. Zum Beispiel die Mutter aus dem Haus, die alleinerziehend ist mit 2 Kindern. Dass ihr euch ein bisschen Gedanken auch damit macht, wie gehe ich mit meiner Nachbarschaft um? Wen sollte ich da im Auge haben? Wer könnte zur Gefahr vielleicht auch werden? Auch sowas wird mit reinspielen. Thema Alkoholsuchtkranke. Die werden sich nachher nicht mehr beim Aldi ihren 1,5 Liter Tetrapack Wein kaufen können. Die werden sich nicht mehr ihre Kiste Bier kaufen können. Die werden sich nicht mehr mit ihren Dealern koordinieren können. Oder in den wenigsten Fällen mit den Dealern koordinieren können. Und da sind wir auch ganz schnell in dem Bereich, dass auch das Umfeld entweder eine Bereicherung werden kann oder eine Bedrohung werden kann. Also auch da einfach nochmal so ein bisschen bewusster durch den Alltag laufen, gucken, wie kann ich das Ganze koordinieren? Was kann ich, was muss ich beachten? Worauf muss ich achten? Thema zum Beispiel Kläranlagen, Wasser. Habe ich einen Wasserlauf, ist da eine Kläranlage in der Nähe? Wenn die aus irgendeinem Grund nachher bei einem Starkregen überläuft oder so, könnte das auch wieder kritisch werden. Also das Bereich Umfeld ist ganz wichtig, sich den nochmal genauer anzugucken. Da nochmal zu gucken, wo liegen Gefahren, wo liegt Potenzial. Und wenn man das alles nachher vernünftig vorher schon abgeklärt hat, dann wird man relativ entspannt in eine Stromausfallsituation gehen, die ein bisschen weiträumiger ist und auch vielleicht länger anhält, als zu Zeiten, oder als wenn man dieses nicht gemacht hat. Ich stelle euch vor, die meisten Menschen, die sitzen mit 3 Tagen Vorrat zu Hause, oder sagen wir mal so, 3 Tage Vorrat im Kühlschrank, 2 Tage noch zusätzlich in den Lagerdingern. Ja, je nachdem, was sie im Kühlschrank haben, wenn der Strom weg ist, ist das am Ende des 2. Tages, sind die Lebensmittel kaputt, die haben. Ja, und auch da, der größte Teil der Bevölkerung wird höchstwahrscheinlich darauf eingestellt sein, es nicht zu schaffen. Wenn es wirklich zu einer Situation kommt, dass längerfristig der Strom ausfällt. Wie die Kommunikation dann aussieht, ist nochmal eine ganz andere Frage. Wie lange halten die Notstromversorgungen bei den Radiosendern etc. aufrecht? Ich nehme mal an, dass somit die Lokalradios, das werden mit die ersten sein, die nachher ausfallen. Dann wird es auf die regionaleren oder überregionaleren Sachen gehen, wie die öffentlich-rechtlich bezahlt. Aber auch da, wie lange hält der Notstrom bei denen? Wenn zum Beispiel das Sendezentrum Köln betroffen ist, dann ist ja nicht nur Vox, RTL und wie sie alle heißen, down, dann sind auch unter Umständen WDR etc. platt. Und dann muss man auch gucken, wie kriegt man Informationen ran? Kurbelradio, da auch vorher gucken, welche Sender kriege ich rein, welche internationalen Sender kriege ich rein auf den anderen Bändern. Wie lange läuft das, wenn ich das einmal 5 Minuten gekurbelt habe und so weiter. Das sind alles Sachen, die man ein bisschen mit austesten sollte, damit man in einer solchen Situation zumindest eine gewisse Routine, kann ich jetzt nicht sagen, aber eine gewisse Ahnung hat, was ich machen muss, damit ich mir meine Informationen ranholen kann, damit ich Kommunikation aufrechterhalten kann, damit ich nicht nach 3 Tagen Stromausfall bescheuert werde, dass mir nicht nach 2 Tagen von den hungrigen Leuten die Türen eingetreten werden. All sowas sollte man da einfach mit bei bedenken und im Vorhinein einfach nochmal gedanklich durchgehen. Habe ich wirklich alles? Was kann ich noch ergänzen? Wobei es jetzt natürlich auch in der nächsten Zeit schwieriger werden wird, noch gewisse Sachen zu bekommen. Thema, gerade wo es jetzt Richtung Heizperiode auch langsam geht, Thema Petroleumöfen. Ihr findet fast keine Petroleumöfen mehr. Wenn mit höherer Lieferzeit und zu extrem hohen Preisen. Thema Brennholz. Wenn ihr keine Möglichkeit habt, Brennholz zu beschaffen, seid ihr auch der Gelackmeierte, wie man so schön sagt. Also wir sehen, dass das Thema Krisenvorsorge im Moment wesentlich breitere Kreise zieht, was halt dazu führt, dass immer mehr Menschen diese Produkte kaufen, dass diese Produkte immer seltener zu bekommen sind und wenn zu erhöhten Preisen. Und auch da sind wir erst am Anfang. Wenn sich das jetzt noch weiter zieht und noch mehr Menschen anfangen, ich muss jetzt wieder noch mal ein paar Dosen und sonst was holen, dann wird das richtig extrem werden, meine Lieben.
Ihr könnt eure Meinung da gerne reinschreiben, wenn ihr irgendwas denkt, was ihr vergessen habt. Natürlich Thema Haustiere sollte man nicht vergessen. Fische, Aquarien, Wasserwechsel und so weiter. Das sollte man alles mit im Hinterkopf haben zum Thema Einlagerungen und so weiter. Wenn euch noch irgendwas einfällt, schreibt es gerne unten rein. Würde mich interessieren, was ihr noch so seht, was gerne vergessen wird im Kontext der Krisenvorsorge, wenn es halt wirklich darum geht, das Ganze über eine längere Zeit zu ziehen. Ich rede nicht vom 2 Stunden Stromausfall, der dann wieder da ist oder so, sondern ich rede wirklich davon, wenn Strom und sämtliches, was damit zusammenhängt, 2, 3, 4, 5 Tage weg ist. Eure Meinung, eure Kommentare gerne unten rein. In dem Sinne, liken, teilen, kommentieren, freue ich mich jedes Mal drüber. Genauso natürlich über neue Abonnenten. Bis dahin, euer Mike.